Und willkommen zu The Legend of Zelda Skyward Sword Part 30. Und ja, im letzten Part haben wir immer noch einen Weg gesucht, in den Tempel zu kommen. Und ich war da ja mal wieder so klug und muss irgendwas übersehen haben. Verdammt. Aber egal, ich habe euch ja erzählt, dass ich eine Idee habe und die probieren wir jetzt direkt aus. Mal gucken, ob es klappt. So. Wir rennen hier weiter den Weg entlang. Aber der Ort gefällt mir, der sieht schon cool aus. Auch wenn es hier verdammt gefährlich ist. So. Moment. So viel Zeit muss sein. Das Herz will ich haben. Ich hoffe, wir kriegen für den Käfer noch irgendwann so ein Turbo-Upgrade. Ich habe gar nicht gesehen. Für den Käfer gab es gar keine Erweiterung, oder? Schande. Moment, das ist noch ein Herz. Also das wäre doof. Oh, und da ist direkt noch ein Herz. Ja. Ich glaube, ey. Aber nicht, dass der Trick klappt, den ich vorhabe. Ah, Schande. Das bedeutet, wenn ich in diesem Part nicht rausfinde, werde ich den Part beenden und so lange warten, bis man mir schreibt, was ich machen muss. Weil ich kann jetzt nicht hier irgendwie 20 Parts versuchen und nicht drauf kommen. So, meine erste Idee war, wir rollen das Ding einfach hier rüber. Mal gucken mal. Krass, wie weit das rollt! Ich nie gedacht, dass es so klappt. Oh, wer soll denn auf sowas kommen? Ja, dann können wir wieder zurück. Warum eigentlich nicht gleich so? Das war eigentlich für mich so eine Möglichkeit, nö. Als ob der das da über das ganze Ding rollen kann. Egal, wir haben es geschafft. Das ist alles, was zählt. Und jetzt begeben wir uns erstmal eine Runde hier lang. Vielleicht gibt es hier noch was. Nee, Abkürzung auf jeden Fall. Das ist schon mal positiv. So, sonst noch irgendwas? Relevantes, Interessantes? Nö. Bedeutet, wir machen den hier. Wuhu! Das hätte auch ins Auge gehen können. So, komm. Hoch da. Wow. Okay. Ui. Das machst du nicht, mein Freundchen. So. Oh, wie ich das hasse. Nein. Und meine Batterien gehen leer. Ignoriert die Anzeige. Oh. Vielleicht sollte ich sie aber nicht ignorieren. Du hast Eldenerz erhalten, ein äußerst hartes und robustes Erz, das glitzert, lässt sich gut weiter verarbeiten. Ah! Das in so einer großen Truhe? Ich will was ausprobieren. Ein Ammonitas. Zack, okay, bringt nichts. Und mich stört das irgendwie, dass da gerade die Anzeige ist. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt so schnell an Batterien kommen werde. Okay. Probieren wir. Da müssen wir hinkommen. Nein, komm. Och, Link, mach doch kein... Och, Link. Och, komm. Das hast du verdient. Ich will die Kiste da oben unbedingt haben. Ja, ihr wisst ja, was ich mit Kiste mittlerweile meine. Und ich krieg's irgendwie nicht raus. Ich glaube, ich werde das mein Leben lang Kiste nennen. Och, das ist doch voll doof. Ich will da wieder hoch. Hier ist wieder ein Schlitz. Warum hab ich so jämmerlich verkackt? Ja.
Das schlaucht mich echt. Die müssen wir im Hinterköpfchen behalten. Und wir gehen erstmal hier lang. Vielleicht sollte ich erstmal gucken, während ich um die Kurve laufe, weil ich glaube, jetzt sind wir wieder ganz oben. Egal, neue Chance für die Kiste. Auch gut. Und das Ganze nochmal. La, la, la. So. Nein. Wir müssen direkt dahin. Wir landen jetzt einfach volle Kanne auf der Kiste. Ja. Ja. Ja, das sieht gut aus. Das ist perfekt. So. Und. Hoch. Hoch. Zack. Ja, wir haben sie. So. Ich hoffe, für diesen Part reichen meine Batterien noch aus. Und dann werde ich hoffentlich... Ja, hier ist ja eigentlich... Ach, verdammt! Ich hätte da jetzt direkt noch die Bomben holen können. Was ich auch machen werde. Ich gehe nochmal hoch. Wir haben ja nichts Besseres zu tun. Stimmt's? Immerhin haben wir das Rätsel ein klein wenig schneller gelöst, als ich gedacht habe. Dann können wir hier auch ein wenig mehr Zeit verbrauchen. Und wenn nicht, dann... Ja, bebombt mich mit Kommentaren und sagt... spiel mal ein bisschen schneller. Du bist voll schlecht. Dann sage ich ja, aber... Okay. Mehr werde ich dann auch nicht sagen. Ach, Link, komm. Warum muss man dabei rennen? So, jetzt landen wir da unten auf den Bäumchen. Wo waren die Bomben? Ah ja, genau da. Genau hier. So. Zack. So. Und. Und. Nein, Link. Mach keinen Unsinn. So, nochmal. Zack. Perfekt. Ne Kiste. Mit hoffentlich wieder Eldenerz. Oder etwas Besserem. Gibt's da noch irgendwie so ein Loch? Nö, ich glaube nicht. So. Dann haben wir wieder eine Kiste. Du hast einen goldenen Schmuckschädel erhalten. Ein wirklich sehr seltenes Schmuckstück. Sein goldener Glanz wirkt seltsam. Ja. Perfekt. So. Und dann gehen wir hier noch gucken, was es hier so gibt. Hier ist wieder ein... Mugmo oder irgendwie so. Unglaublich, die machen hier, was sie wollen in unserem Revier. Erschreck mich doch nicht so. Ach, du suchst eine Freundin von dir. Da kann ich dir nicht helfen. Hier ist nämlich niemand vorbeigekommen. Vielleicht ist deine Freundin ja da oben entlang gegangen. Kann nicht irgendwer diesen roten Kerl vertreiben? Doch, könnte ich schon, aber hier. Das haben wir schon mal im Waldtempel gesehen. Funktioniere. Dann eben nicht. Besiegen wir eben die roten Kerle für ihn. Zack, zack, zack. Oh, das sind ja richtig viele. Halleluja. Ah, die hat keine Chance. Zack, zack, zack. Ach komm. Boah, wie viele denn noch? Ach, der ruft immer neue, der da oben. Na warte, die hauen wir ein paar. Kann hier klettern? Nee. Halt doch die Klappe. Ey, den müssen wir als erstes ausschalten. Komm. Halt die Schnauze, du Elender. Blöde Sau, ey. So. Jetzt können wir uns auch um die letzten hier unten kümmern. Zack, zack. Ey. So. Perfekt. Ich traue meinen Augen nicht. Alle besiegt. Ja, kannst mal sehen. Obwohl du uns einen... Ja, feuchten geholfen hast, haben wir dir geholfen. Also erklär uns, wie die Löcher funktionieren. Wie funktioniert das? Erklär es uns. Du bist ja ganz schön stark. Danke für deine Hilfe.
Wir Mugma lassen uns nicht lumpen. Wenn uns jemand hilft, wie kann ich dir für deine Hilfe danken? Hilf mir. Du warst auf der Suche nach deiner Freundin, oder? Dann wirst du das hier sicher gebrauchen können. Du hast die Grabklauen erhalten. Drücke A, um mit ihnen auffällig aussehende Erdreich zu graben. Damit kommst du hier nach oben. Probier's mal an dem Loch da aus. Ich hoffe, deine Freundin ist nicht den roten Kerl in die Hände gefallen. Danke, das hoffe ich auch. So, der hat uns... Hey? Moment, ist das so ein Item, was man standardmäßig dauerhaft ausgerüstet hat? Oder wie? Grabclown. Ah, wieder Paraschal. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier einfach... Nee. Graben. Der Link, die alte Wühlmaus. Zack, und dann könnten wir jetzt hier nach oben. Aber vorher beende ich hier den Part und speichere ab und dann ist beim nächsten Mal hoffentlich die Batterieanzeige da unten weg. Dieses nervende Ding. Egal, gehört zum Spiel. Nein. Dann beenden wir den Part und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.